Schon in den 1930er Jahren entwickelte sich die heutige Skiregion rund um Stade, Schönried und Sahnenmöser. Zu verdanken ist diese Tatsache einem Tüftler aus Sahnen. Arnold Annen war der Erfinder der Schlittenseilbahn, dem sogenannten Funischlitten. An der Wischbiele, am Egli, in Zweisimmen und rund um den Hornberg in Sahnenmöser entstanden zu jener Zeit zahlreiche dieser Funischlitten. Speziell das Gebiet am Hornberg sollte sich später zu einem der größten zusammenhängenden Skigebiete des Berner Oberlands entwickeln. Mit seinen Nordhängen war das Gebiet zwar trotz der relativ geringen Höhenlage schneesicher, aber auch sehr schattig. Aus diesem Grund kamen schon bald Ideen auf, auch die sonnigen Südhänge am Relali-Grat auf der gegenüberliegenden Seite durch Seilbahnen zu erschließen. Wie an so vielen anderen Orten erfolgte der Bau eines Skigebiets zwischen Schönried und dem Relali Anfang der 70er Jahre vom Reißbrett. Mit dem Bau beauftragt wurde die Firma Baco aus Steffisburg. Eine fix geklemmte Zweiersesselbahn und ein Schlepplift konnten im Winter 1971-72 erstmalig in Betrieb genommen werden. 1975 folgte der Doppelschlepplift Hugeli. Dieser erschließt den mit rund 1900 Metern höchsten Punkt im Skigebiet Relali und ermöglicht den Zugang zu einer ganzen Reihe von weit abgelegenen und langen Abfahrten bis nach Schönried hinab. Auch entlang der beiden Schlepplifte finden sich einige kürzere, dafür aber etwas steilere Hänge. In technischer Hinsicht handelt es sich um typische Barco-Schlepplifte mit Schräg-T-Stützen. Eine Besonderheit stellt jedoch die Querverbindung an den Stützen zwischen den beiden Liften dar, die es so sonst nur an einem Doppelschlepplift am Hungerberg in Oberwald gab. Etwas ungewöhnlich ist auch die letzte Stütze, die in Portalform gehalten ist. Angetrieben werden die Schlepplifte übrigens am Berg, die Abspannung des Förderseils erfolgt per Gegengewicht in der Talstation. Mit einer Länge von 700 Metern und 222 Höhenmetern sind die Lifte kurz, stellen aber mit einer stündlichen Gesamtförderleistung von 2000 Personen eine echte Hochleistungsanlage dar. Der einzige Unterschied der sonst baugleichen Lifte liegt übrigens bei den Gehängen. Der linke Lift ist mit Einzugsapparaten von Röhrs bestückt, der rechte dagegen mit Hydrogehängen aus dem Hause Habegger. Die dritte Schleppliftanlage am Relali-Grat ist gleichzeitig die älteste. Sie entstand gemeinsam mit der Zubringersesselbahn im Jahr 1971. Heute dient sie in erster Linie als Rückbringer von den Hugeli-Schleppliften zur Bergstation am Relali. Der Schlepplift bedient aber parallel zur heutigen Kabinenbahn auch den oberen, etwas flacheren Teil der sonst schwarzen Talabfahrt. Anders als die Hugeli-Schlepplifte ist er mit Tellergehängen ausgestattet, wird aber ebenfalls in der Talstation abgespannt und vom Berg aus angetrieben. Die Bergstation befindet sich im Kellergeschoss des Bergrestaurants Relali, gleich neben der Bergstation der Kabinenbahn. Im Sommer wurde der Schlepplift einige Zeit auch für den Bergtransport von Schlitten einer kleinen Rodelbahn genutzt. Im Zuge von Sparmaßnahmen war er nach 2010 mehrere Winter außer Betrieb, seit einigen Jahren dreht der Lift aber glücklicherweise wieder seine Runden. Angesichts der ungewissen Zukunft des Skibetriebs am Relali könnte der Winter 2018 allerdings der endgültig letzte in der Geschichte der Barco-Schlepplifte gewesen sein.